So, ich lese Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörung aus dem Verlag Schattauer. Das ist dieses Buch. Und in Kapitel 5 Genetik bin ich angekommen bei 5.2 Zwillings- und Adoptionsstudien und ich lese den siebten Absatz. Siebtens, in Adoptionsstudien ist Erblichkeit die doppelte Korrelation zwischen Verwandten ersten Grades, was auch immer eine doppelte Korrelation ist, da steht nur Scheiße drin, ersten Grades, die nicht zusammenleben. Existiert ein non-additiver genetischer Einfluss, so wird die Erblichkeitsschätzung zu niedrig sein. Solche Definitionen wie non-additiv, additiv, so wie die gestellt worden sind, ist einfach nur Schwachsinn. Man kann eine Korrelation ausrechnen und das war's. Existiert ein non-additiver Einfluss, so wird die Erblichkeitsschätzung zu niedrig sein, da biologische Verwandte mit Ausnahme von einigen Zwillingen seltener den non-additiven genetischen Einfluss teilen. Geteilte Umwelt macht auch keinen Sinn, ist hier die Korrelation zwischen nicht biologisch verwandten Mitgliedern in der Adoptionsfamilie. In dem Buch steht nur noch Scheiße. So, das war der siebte Absatz. Danach kommt der achte Absatz. Das mal wegradieren. Ich will hier wieder ein Zeichen reinmachen.